VIP-Besuch unter dem grünen Baum. Regelmäßig ist das Bethaniencenter Neubrandenburg nicht nur die richtige Adresse für Shoppingfreunde, sondern auch Pilgerstätte für Schlagerfans. Gigi Anderson hatte sich am 8. September angesagt, doch auf der Bühne sang jemand anderes. Des Rätsels Lösung? Michelle Joy absolviert den ein oder anderen Live-Auftritt zusammen mit Gigi Anderson. Schließlich ist dieser sein Onkel und gepaart mit eigener Stimmgewalt lag es nicht so fern, auf den familiär geprägten musikalischen Weg einzuschwenken. Mit 6, 7 Jahren konnte ich schon Sommernacht in Rom, konnte ich schon Sommersonne Cabrio singen, also es war schon ausschlaggebend. Also er ist sehr begabt, wir sind jetzt seit einer Woche unterwegs, er räumt unheimlich ab, er verkauft fast genauso viele CDs wie ich, das ist natürlich furchtbar. Aber ansonsten glaube ich, dass der Michel eine große Zukunft vor sich hat. Worte aus berufenem Munde. Ist doch Gigi Anderson nicht nur selbst als Interpret ein Erfolgsgarant, sondern auch seit Jahrzehnten Hitlieferant für unzählige Stars der Branche. Mit nachhaltigem Erfolgsrezept. Also ich habe jetzt seit über 30 Jahren immer so ein ganz gutes Feeling für so Gassenhauer gehabt, also Sachen, die man mitsingen kann. Das hat mir besonders Spaß gemacht, wenn ich mal kurz aufzählen würde. Also Sommer nach den Rom kann man natürlich mitsingen. Oder Mädchen, Mädchen am weißen Strand von San Angelo, Santa Lucia versunken im Meer, Sommer, Sonne, Cabrio. Da geht's also richtig. Und jetzt bei diesem neuen Titel in dieser Sommernacht, stimmungsvoll, eingängig, ins Ohr gehen, gute Laune machen. In dieser Sommernacht mit dem Titelsong des frisch erschienenen Albums trat dann Gigi Anderson auf die Bühne und bewies einmal mehr, dass er eben das Händchen für eingängige Refrains und Wohlfühlfeeling hat. So setzt auch die aktuelle Scheibe wieder erfolgreiche und dazu zeitgeistige Akzente in einer langen Diskografie. Ja, ich glaube, das ist ein sehr stimmungsvolles Album, sehr fröhliches Album. Gigi Anderson hat selten so gut geklungen, hat man mir attestiert. Sehr viele Fans haben mich angeschrieben. Wir waren sogar letzte Woche mit dem Album am Freitag in Deutschland Platz 1 in den Amazon-Charts bei dem Schlager vor den Kollegen Andrea Berg, vor Fantasy, Roland Kaiser, Udo Jürgens. Das ist natürlich, ja, da kann man sich innerlich auf die Schulter klopfen und dann weiß man, aha, man hat vielleicht einiges richtig gemacht. Und trotz Erfolgswelle ist deutschlandweit eine zunehmende Verdrängung aktueller Schlagermusik aus dem öffentlich-rechtlichen Breitenradio in die Sparte zu beklagen, zeigt sich Gigi Anderson enttäuscht. In seinen Augen eine nicht nachvollziehbare Entwicklung gegen ein großes Publikum. Für mich ist es für alle Autoren in Deutschland, für alle Kollegen und Kolleginnen ist es einfach ein absoluter Wahnsinn, was die Rundfunkanstalten mit den Leuten machen. Das sollte die Stimmung auf solchen Live-Auftritten aber nicht schmälern. Onkel und Neffe beschließen das kleine Center-Konzert mit einem Duett und anschließend mit vereinten Kräften beim Autogrammschreiben.